Lars Reckwitz, Sie sind der Bereichsleiter Content-Strategie beim Hamburger Sportverein. Vielleicht können Sie mir sagen, warum ein Bundesligist heutzutage überhaupt eine Medienstrategie haben muss, die speziell auf Online-Medien fokussiert ist. Ja, wir haben natürlich als Verein mittlerweile die Notwendigkeit, dass wir in einer direkten Interaktion stehen mit unseren Fans, mit unseren Interessensgruppen. Früher war es so, dass die Medien über uns berichtet haben und das eher so eine Einbahnstraßengeschichte war, wo also eine Printmedium oder auch ein TV-Sender entsprechend Politik und auch Vereinsmeinung gemacht hat. Heute haben Sie als Verein die Möglichkeit, aber in manchen Teilen eben auch die Pflicht, mit Ihren Fans direkt zu interagieren. Also egal, was wir tun, egal, was wir machen, das wird sofort über die berühmten Social-Media-Kanäle entsprechend kommentiert. Und darauf müssen Sie als Verein natürlich Antworten geben können. Können Sie da mal ein Beispiel für geben, wann das zuletzt beim HSV der Fall war? Es gibt quasi Stichwort Second Screen, wie man das heute so schön nennt. Also während des Live-Spiels werden schon die entsprechenden Kommentare abgebildet, in der Woche, egal was sie tun. Da sitzt ein Spieler, ein wechselwilliger Spieler beispielsweise im Flugzeug zum Medizincheck zu seinem neuen Verein. Und während wir als Verein üblicherweise ja erst immer dann auch Kommentare abgeben, wenn das alles offiziell vollzogen ist, dann hat diese neue Spielergeneration beispielsweise auch den Hang, das gern schon mal vorab zu kommentieren. Und da müssen Sie als Verein entscheiden. Wollen Sie immer der sein, der hinten dran ist, oder wollen Sie als Verein auch selber mit Ihren Zielgruppen so ernst, so eng, so echt, so authentisch kommunizieren? Und das sind eben Überlegungen, die man in einer solchen Gesamtstrategie abbilden muss. Wie behandeln Sie die B2B-Leute, wie behandeln Sie die Fans? Darüber muss man sich ernsthafte Gedanken machen heute. Das klang ja eben eher wie ein Fall aus dem Bereich Krisen-PR, oder? Also das, wenn Sie Ihre Spieler wieder einfangen müssen, die da twittern. Nein, also Krisen-PR will ich in dem Fall nicht sagen. Das war ein sehr guter Transfer, insbesondere wirtschaftlich. Und insofern, man muss das proaktiv begreifen. Krisen-PR wäre es für mich, wenn man dem ganzen Thema tatsächlich immer nur hinterherläuft und wenn man immer nur versucht, Sachen gerade zu stellen. Natürlich haben Sie in jedem Thema immer zwei Meinungen. Also es spaltet immer die Nation, wenn ein Vereinsvorstand es so oder so tut, dann gibt es immer Befürworter und Gegner. Insofern glaube ich, ist es die Möglichkeit, mit einem solchen Medium auch ein Stück weit Deutungshoheit zu gewinnen. Eben nicht mehr durch den Flaschenhals der Drittmedien zu kommen, sondern eigene Inhalte, eigene Punkte auch setzen zu können in der Sprache der jeweiligen Adressatengruppe. Das ist toll. Und Sie haben heute sicherlich die Notwendigkeit, dass Sie beispielsweise bei einer Homepage mit Leuten kommunizieren müssen, ich sag mal, die eben in dieser Twitter-Facebook-Generation nicht groß geworden sind, die auch ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten haben als die nachwachsende Generation zwischen 14 und 29. Und deshalb brauchen Sie für jeden Kanal auch die entsprechenden Eigenheiten, die Sie beachten müssen, und müssen das da auch abbilden können. Geht es denn nur darum, mit den Leuten überhaupt noch in Kontakt zu kommen, oder geht es auch darum, aus Vereinssicht daraus Erlöse zu generieren, vielleicht Gewinne? Ja, das ist natürlich immer so eine Frage. Selbstverständlich sind wir heute als Verein gezwungen, über alle Themen Erlöse zu generieren, weil im Sinne des Wettbewerbs um Spieler und damit um sportlichen Erfolg bleibt die Zeit ja leider nicht stehen. Ist aber wichtig, dass man das nicht als kommerziellen Kanal begreift, sondern die Zielgruppe, die insbesondere die Social-Media-Plattformen benutzt, ist heute so erfahren im Umgang mit diesen auch werblichen Themen, dass man das schon natürlich tun kann, aber im Sinne auch von Reaktanzen aus der Zielgruppe, um das neue Wort Shitstorm nicht zu verwenden, entsprechend darauf achten muss, wie mache ich das. Also immer wenn wir beispielsweise Sponsoren haben, wie zuletzt unser Getränkepartner Holsten, die also speziell für Fans was tun, sind Sie in der Lage, in dem Umfeld natürlich kommerzielle Botschaften auch abzubringen, die einen Mehrwert für den Fan auch bieten, und dann wird diskutiert. Wenn es einfach nur plump draufgesetzt ist, wird es schwierig. Okay, vielen Dank. Eine Frage hätte ich allerdings doch noch, und zwar, was würden denn die Fans sagen, wenn sie wissen, dass ihre Adressen gehandelt werden, wenn sie sich anmelden? Das tun wir nicht, nein. Wir haben eine ganz klare Voraussetzung bei uns, dass wir den Datenschutzrichtlinien der Bundesregierung entsprechen. Facebook selber ist natürlich eine Plattform, auf der wir uns bewegen, bei der wir beispielsweise auch eben nicht Eigentümer der Adressen sind. Das müssen die Fans selber entscheiden, wie sie mit Facebook und seinen Richtlinien da umgehen. Aber wir selber handeln nicht mit Adressen. Okay, kein Adressenhandel, aber vorhin klang mal an, dass Sie auch Erlöse darüber generieren könnten, dass beispielsweise Werbepartner des Clubs in Kontakt gebracht werden mit ihren Fans. Ja, das ist ja ganz normal. Also wenn Sie beispielsweise das Nutzerverhalten auf Webseiten sehen, wenn Sie beispielsweise sehen, dass ein Post zu einem kommerziellen Aspekt bei Facebook, der Mehrwerte für Fans bringt, geliked wird, dann hat man natürlich darüber auch eine entsprechende virale Verbreitung beispielsweise. Nach dem Motto, schau mal hier, ist cool gemacht. Ne? Also beispielsweise diese Holstendose wurde extrem oft retweetet, wie man so schön sagt. Und daraus ziehen natürlich dann auch die Partner ihre kommerziellen Interessen. Aber das geht nicht darum, dass wir Adressen vermarkten. Das wäre auch nicht das richtige Signal. Alles klar. Herzlichen Dank, Herr Reckwitz. Sehr gerne.